Portugal ist eines der abwechslungsreichsten Reiseziele der EU. Kein Wunder also, dass es jede Art von Urlauber und Urlauberin geradezu magisch anzieht. Egal ob Action, Natur oder Strandurlaub. Hier ist für jeden was dabei. Bei so viel Auswahl kann man sich schon mal überfordert fühlen, aber keine Sorge. Wir haben für euch 7 Dinge, die ihr in Portugal unbedingt machen müsst. Nummer 1. Mit der Elektrico 28 fahren. Fangen wir mit dem offensichtlichsten an. Lissabon. Die wunderschöne Hauptstadt hat einiges für seine Touristen und Touristinnen zu bieten. Imposante Bauwerke wie der Castelo de São Jorge und der Turm von Belém, Traumstrände wie Praia de Carquevelux und Praia do Crero und eben die beliebteste Attraktion, die Elektrico 28. Verständlicherweise sind wir Deutschen keine Fans vom Bahnfahren, aber hier ist es anders versprochen. Die Straßenbahnlinie 28 ist zu einem echten Lissabon-Klassiker geworden, denn sie fährt durch enge Gassen und meistert dabei beachtliche Steigungen. Ziemlich abenteuerlich also. Momentan liegt der Preis bei 3 Euro für ein Einzelticket. Es lohnt sich aber eher, ein 24-Stunden-Ticket für aktuell 6,80 Euro zu kaufen. Das gibt es allerdings ausschließlich an den U-Bahn-Stationen zu kaufen. Nummer 2. Unbekannte Ecken entdecken. Keine Frage, Lissabon und Porto sind wunderschöne Städte und ein Besuch lohnt sich allemal. Aber warum sich nur auf die Klassiker beschränken? So viele Städte werden ungerechterweise bei der Reiseplanung übersehen. Ein Beispiel? Die Universitätsstadt Coimbra. Neben der eindrucksvollen Universität mit ihren Gärten und Bibliotheken, der UNESCO-gekrönten Altstadt und historischen Gebäuden ist die Stadt auch super lebendig. Wo Studierende sind, sind immerhin auch hippe Straßencafés und ausgelassene Stimmung. Noch mehr portugiesisches Lebensgefühl und noch weniger Touristenmassen gibt es in Tavira. Das Dörfchen liegt östlich an der Algarve und punktet mit einer bezaubernden Altstadt und Stränden. Extra Tipp: Auf der Ilha de Tavira, eine der Inseln des Naturschutzgebiets Ria Formosa, gibt es nicht nur viel unberührte Natur und Möglichkeiten ins Wasser zu hüpfen, sondern auch einige Vögel zu beobachten. Ja, richtig gehört, hier leben Flamingos und viele weitere Arten. Nummer 3. Surfen lernen. Wie wahrscheinlich jeder weiß, kann man in Portugal wunderbar surfen. Wer es noch nie gemacht hat, sollte es unbedingt mal ausprobieren. Portugal hat die größte Auswahl an Surfspots und Camps in ganz Europa. Vor allem im Süden lässt sich das ganze Jahr über surfen. Egal, ob ihr nur für ein paar Stunden begleitet von einem Trainer oder einer Trainerin in die Wellen hüpfen wollt oder eure Fähigkeiten doch bei einer ganzen Woche Surfcamp vertieft, bleibt euch überlassen. Gute Surfkurse gibt es in Porto und Lissabon. Das könnt ihr dann direkt mit einem Städtetrip verbinden. Und wer weiß, vielleicht seid ihr bald so gut, dass ihr euch nach Nazaré traut. Dank einem Unterwasser-Canyon gibt es hier die größten Wellen der Welt. Gerade im Herbst kommen gerne mal Wellen von bis zu 20 Meter Höhe mit 70 km/h Geschwindigkeit auf die Küste zugerast. Nummer 4. Den Nationalpark Pineda Gerês erkunden. Ist komisch, aber wahr. Viele kennen den Park gar nicht oder waren noch nie dort. Deswegen hält sich der Touristenansturm hier auch in Grenzen. Das ist auch gut so, weil wer würde nicht gerne tiefe Wälder, Wasserfälle und glitzernde Bergseen ganz ungestört betrachten. Man kann wandern, Canyon-Touren mitmachen oder in die kalten Seen hüpfen. Richtig abenteuerlich. Man kann sogar im Park übernachten, wenn man will. Von Porto fährt man mit dem Auto gerade mal eine Stunde hierher. Abstecher gefällig? Nummer 5. Portugiesisch essen. Portugiesisches Essen ist leider nicht so bekannt wie andere Nationalgerichte. Und da es international eben nicht so weit verbreitet ist, lohnt es sich in Portugal besonders die lokale Küche kennenzulernen. Stichwort ist lokal, denn am besten isst man natürlich in authentischen Restaurants. Diese heißen hier Tasquinha, kleine Kneipen, in denen meist nur Einheimische sitzen. Und was sollte man unbedingt probieren? Klassiker sind Bacalhau, Sardinhas Assadas und Cocido a Português, portugiesischer Eintopf. Traditionell sind die Gerichte also ziemlich fleisch- und fischlastig. Aber auch Gemüse gibt es, nur halt nicht so oft als Beilage, wie wir es kennen, sondern in Form von Suppen. Wie Caldo Veggie, eine Suppe aus Grünkohl, Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln und Olivenöl. Aber das Highlight ist wohl Pastel de Nata, leckere Blätterteigtaschen mit Puddingfüllung. Die sind wohl das beliebteste Essen unter Portugal-Touristen und Touristinnen. Nummer 6. Vom Pico de Areiro zum Pico Rivo wandern. Zugegeben, dieser Tipp ist nichts für schwache Nerven.
Aber wenn man sich traut, ist es definitiv eine einmalige Erfahrung. Der Stairway to Heaven ist ein atemberaubender Wanderweg, der euch entlang steiler und schmaler Wege an den Klippen Madeiras vorbeiführt. Genauer gesagt wandert ihr vom Pico de Arero rüber zum höchsten Gipfel der ganzen Insel, zum Pico Rivo. Diese Himmelswanderung gilt als eine der schönsten Europas. Wer traut sich? Nummer 7. Die letzte Bratwurst vor Amerika essen. Der skurrilste Tipp zuletzt. An der Algarve, genauer gesagt am Cabo de São Vicente, dem südlichsten Punkt Europas, kann man richtig gut Bratwurst essen. Wer hätte das gedacht? Wir Deutschen müssen also nicht auf eine unserer Lieblingsspeisen im Urlaub verzichten. Und als kleines Plus kann man noch diese tolle Aussicht genießen. Das muss man einfach mal gesehen haben. Aber was denkt ihr? Was steht auf eurer Portugal-Bucketlist? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Team von Marco Polo TV.